Bethesda Softworks Inc. Bethesda Softworks präsentiert The Elder Scrolls 3 Morrowind. Und somit hallo und herzlich willkommen in Wadenfell, Fremder. Willkommen zum Let's Play von Morrowind. Oh boy, da habe ich mir ja was ausgesucht. Ja, neben Risen, was aktuell läuft, auf dem Kanal, eins der weiteren größeren Rollenspiele, die da existieren da draußen. Es gibt weitaus größere und auch kleinere. Aber ja, ich habe als Jugendlicher sehr, sehr, sehr viel Morrowind gespielt. Das war das erste große Rollenspiel neben Gothic, was ich gespielt habe. Ich habe dort quasi gelebt. Ich hatte nichts anderes zu tun. Und ich liebe dieses Spiel. Es ist lange her, dass ich es gespielt habe. Und mit diesem Let's Play möchte ich tatsächlich auch es mal komplettieren, weil ich das mit den Add-ons, mit Tribunal und Blattmond nie getan habe. Ich habe primär das Hauptspiel gespielt und auch nie wirklich durch. Und ich würde sagen, wir fangen ein neues Spiel an. Und dann hören wir uns gleich. Sie haben euch aus dem Gefängnis der Kaiserstadt gebracht. Erst mit der Kutsche und jetzt mit einem Schiff. Im Osten liegt Morrowind. Fürchtet euch nicht, denn ich wache. Ihr wurdet auserkoren. Aufwachen, wir sind da. Warum zittert ihr so? Geht es euch gut? Wacht auf! Steht auf! Es geht weiter. Ihr habt geträumt. Wie lautet euer Name? Ich bin natürlich Krytos. Nun, nicht einmal der Sturm der letzten Nacht konnte euch wecken. Ich habe gehört, wie sie sagten, dass wir Morrowind erreicht haben. Ich bin sicher, dass sie uns jetzt gehen lassen. Still, da hier kommt die Wache. Ihr aus. Kommt mit mir. Still, hier kommt die Wache. Du quatschst die ganze Zeit und nicht ich. Hallöchen erstmal. So, ich hoffe, die Kamera passt dort oben. Wie gesagt, es ist eine ganze Weile her mit dem Spiel. Ich gebe euch gleich, nachdem wir die Charaktererstellung durch haben, beziehungsweise wenn wir dabei sind, ein paar Eckdaten, wann das Spiel kommt und so weiter und so fort. Aber was ich euch zuerst noch mitgeben möchte, ist, euch fällt vielleicht auf, wer Morrowind kennt, es sieht ein wenig anders aus. Wir spielen eine leicht gemoddete Version des Spiels, zum Beispiel mit dem Modpack Bodies. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, denn die Mods, die ich damals gespielt habe, ich habe jetzt nicht alle reingenommen, nur eine Handvoll, die hatte ich auf einer Festplatte. Tun, was sie verlangen. Ich gehe ja schon. Die hatte ich auf einer Festplatte und ich weiß nicht mehr. Ich werde sie auf jeden Fall auflisten in der Videobeschreibung. Aber wenn ich die Links dazu nicht mehr finde zu den Mods, dann tut's mir leid, weil die sind teilweise 20 Jahre alt. Ne? Dann, wie gesagt, ich versuche und probiere mein Möglichstes, euch das mitzugeben. Eine Mod kann ich euch schon mal sagen, oder zwei. Die werdet ihr nicht finden. Die habe ich mit dem Creation Kit von Morrowind selber erstellt. Und ich wüsste nicht, wie ich die zur Verfügung stellen soll. Also ich gebe Mittel und Wege, ich bin versuchen wir das so ja. friedlich wie möglich ja, ablaufen ja, zu ja. lassen. Öffne die Luke mit Tutorial, genau. Und es gäbe Möglichkeiten, das auf Google Drive und so zu laden, aber das ist Pille, das möchte ich ehrlich gesagt runter nicht. Runter zum Dock, da wollen sie euch haben. Ach, das Wasser. Das Büro der Zensuskommission zeigen. Ach ja, Morrowind. Wie lange ist das her? Wie schön ist das? Klippendes Wasser. Naja. Ihr seid endlich angekommen.
Aber in euren Unterlagen steht nicht, woher ihr stammt. Jo, jetzt dürfen wir uns unsere Rasse aussuchen. Und unser Geschlecht, Haare, ist immer alles noch sehr minimalistisch gehalten im Vergleich zu Skyrim oder auch Oblivion. Aber es war das erste große 3D-Ding von Bethesda in der Richtung hier, von daher. Ich würde ja theoretisch gesehen gerne ein Agonir beziehungsweise einen Khajiit spielen, wie ich das bei Skyrim schon gemacht habe. Blöde an der Sache bei Morrowind ist allerdings, wenn wir das machen, dann kann ich keine Vollhelme tragen und auch keine Schuhe. Denn die Beast-Klassen hier, sag ich mal, die Agonir und Khajiit, haben einen Nachteil. Sie können keine Schuhe tragen, weil sie hier nicht so eine humanen Füße haben wie in Oblivion oder in Skyrim. Sie haben halt wirklich so clownartige Beine, werdet ihr gleich sehen. Und durch die Proportion, durch das Gesicht, das halt doch etwas wirklich mehr animalisch ist, können sie auch keine geschlossenen, also keine Vollhelme tragen. Dementsprechend, ja. Ich überlege, spielen wir Nord? Das ist eine meiner Klassen, die ich ganz gerne gespielt habe. Oder Dunkelelf? Ich glaube, ich möchte Nord spielen. Damit hätte ich jetzt... Ist auch geil, wie der Bart hier... Der Bart ist auch so fleischfarben, ne? Es ist halt alles ein Model. Wir könnten Mann oder Frau spielen, wie ihr seht. Gesichter sind halt auch nur... Also... Ich guck mal, ob ich das hier so... Kann ich ein bisschen drehen. Es sind halt nur eine Handvoll Gesichter, die sich wiederholen. Es ist bei weitem nicht so ausgefeilt wie die neueren Teile. Könnten auch einen Dunkelelfen spielen. Wenn ich genau drüber nachdenke. Also so Hochelf und so ist jetzt ehrlich gesagt nicht meins. Bretone, Dunkelelfen, Hochelfen, Kaiservolk. Kaiservolk sind so die Menschen, sag ich mal. Ork könnte man auch mal. Rotwardone. Ja, keine Ahnung. Waldelf. Da ist die Maus gerutscht. Lass uns mal Dunkelelf spielen. Ich habe ewig keinen Dunkelelfen gespielt. Wir nehmen... Der sieht ganz okay aus. Und meine Haare. Was nehme ich da für Haare? Kann ich wie immer meinen Pferdeschwanz nehmen? Das würde gehen. Ich kann die Haarfarbe bloß leider nicht ganz... Also ich kann die Haarfarbe nicht anpassen. Ihr wählt die Haare aus, aber... Ja. An der Farbe kann man nicht drehen. Ihr habt halt diese Möglichkeiten, die ihr gerade seht. Das hier würde gehen. Dann nehmen wir doch das. Ist okay. Ist gekauft. Großartig. Folgt mir zum Büro. Dort kümmert man sich dann um eure Entlassung. Jo. So, ich lauf mal. Hi. Ah ja, wir haben euch erwartet. Wir müssen eure Daten erfassen, bevor wir euch offiziell entlassen können. Es gibt einige Möglichkeiten, aus denen ihr wählen könnt. Deutsche Behörde halt, ne? Also wir könnten seine Fragen beantworten, dementsprechend generiert sich die Klasse nach unserem Verhalten. Wir können ihm Infos geben, dann generiert sich auch die Klasse. Oder wir wählen unsere Klasse selber, was ich machen möchte. Das andere ist ganz interessant, er stellt uns Fragen sowas wie, also deine Mutter schickt dich auf den Markt, du siehst wie jemand beraubt wird und das Portemonnaie liegt auf dem Boden, der hat das verloren, was machst du? Jemand wird verprügelt, greifst du ein, sowas in der Richtung, ne? Und ich würde sagen, wir nehmen die eigene Klasse. Wir haben hier vordefinierte Klassen, die wir nehmen können. Ich könnte jetzt auch einfach direkt die Klasse benennen, die ist jetzt aktuell Abenteurer und kann mir selber was aus der Klasse raussuchen und kann das zusammenwürfeln, wie ich das möchte. Also ich kann halt mir das rauspicken, was für mich am sinnvollsten ist. Das hat den Hintergrund. Bei Morrowind funktioniert es so. Ihr habt Haupt- und Nebenklassen. Die Hauptklassen sind die, die ihr jetzt wählt. Die leveln schneller als die Nebenklassen. Das ist der einzige Unterschied. Also für das, die Nebenklassen braucht man länger. Ja. Abenteurer. Ach nee, wartet mal. Ich wollte eigentlich... Moment, ich bin falsch. Ich wollte das hier nehmen.
Ich wollte mir was hier raussuchen. Das war jetzt das, was ich euch erzählt habe, wo man sich selber was zusammenschmeißen kann. Kann man machen, wie gesagt, habe ich früher mal ganz gerne gemacht, aber mittlerweile Akrobat, Assassine, Bandit haben wir noch irgendwo, Ritter, Pilger, ihr seht, es gibt eine ganze Menge. Kreuzritter, Kampfmagier, Heiler, ich bin ganz klassisch, spiele ich einen Dieb. Bogenschütze wäre auch gut, aber geradeaus ist schon schwer genug. Sehr gut. Nun, in dem Brief steht, dass ihr unter einem bestimmten Zeichen geboren wurdet. Unter welchem Zeichen genau? Also, unser Sternzeichen entscheidet über aktive und passive Fähigkeiten, die wir hier haben. Ritual, Schlachtross und so, die kennt man aus Skyrim noch. Die konnte man dort frei wählen, die konnte man durchswitchen. Hier ist es fest, wenn ich es mir aussuche. Und ich nehme am liebsten den Turm. Der ist für mich aktuell immer, der ist am sinnvollsten gewesen. Denn mit dem kann ich einmal pro Tag ein Level 50 Schloss einfach öffnen. Und fertig. Später ist das nicht mehr notwendig, weil wir halt die entsprechenden Talente haben, aber... Interessant. Für den Anfang. Nun, bevor ich diese Papiere abstemple, stellt sicher, dass die Informationen auch korrekt sind. Sehr schön. Wie gesagt, hier nochmal ein Überblick. Name, Rasse, Klasse und so weiter. Was wir alles haben. Hier sehen wir auch unsere Skills. Ihr seht jetzt zum Beispiel... Meine Hauptfähigkeiten hier, also Hauptfähigkeiten, Nebenfähigkeiten und dann sonstige Fähigkeiten, die halt für die Klasse nicht in Frage kommen. Das levelt schnell, das levelt etwas langsamer, levelt am langsamsten und hat auch weniger Punkte. Hier haben wir halt schon einen relativ hohen Wert mit Kurzwaffe und so weiter, Sicherheit etc. Und hier unten seht ihr Sachen, sowas wie ein Dieb, der halt, ich renne als Dieb nicht mit dem Schild rum und blocke. Dementsprechend hat das halt nur 5 Punkte, das dauert dann beim Leveln alles länger. Das ist absolut in Ordnung. Ja, Charaktererstellung ist fertig, Charaktermenü, hier ist die Kurzerklärung, was ich machen kann. Zeigt eure Papiere dem Hauptmann, wenn ihr geht und das Entlassungsgeld bekommt. Hier ist mein Bier hier, so, ja, Entlassung genehmigt durch Uriel Septim, dem 7. Distrikt Wadenfell, Provinz Morrowind. Name Krytos, Dunkel, Dieb, und das ist jetzt das, was ich nehmen kann. Das ist quasi meine Auszeichnung, hätte ich was gesagt. Das ist, mein Personalausweis, sozusagen. Moin. Geht zum nächsten Gebäude und sprecht mit Sellus Gravius. Ja, mit dem Graden soll ich reden, mit Sellus Gravius. Nein, Gravius. Dann nochmal ganz kurze Pause in dem Moment und ich quatsche gleich weiter. Ich will nur nochmal, ich möchte gerne speichern. Ach, ich kann hier noch nicht speichern, schade. Ja, Kampf, ja. Ich soll mir eine Waffe nehmen. Ich nehme mir mal den Dolch hier mit. Na, Treffen ist so ein Ding. Hier ist noch ein Zettel. Riska, denk nicht dran. Wette vergessen. Der Dolch, morgen scharf. Rasierklinge, etc. Ja, genau. Die Zettel könnte ich mitnehmen. Das ist so ein bisschen Hintergrundstory. Hier haben wir Brot, auch wenn es nicht so aussieht. Das können wir essen. Und hier haben wir Krabbenfleisch. Das kann ich auch essen. Hier haben wir Dietrich. Auch wenn er ein bisschen aussieht wie ein Messer. So, ich kann hier theoretisch gesehen alles mitnehmen und einstellen und einsammeln. Das hier schiebe ich mir noch ein bisschen zurecht. So sollte passen. So. Ach, das kann ich nicht größer. Schade, das liegt wahrscheinlich an dem großen Monitor. Früher ging das alles etwas anders. Da hatte ich einen kleineren Monitor, da konnte man das größer ziehen. Liegt wahrscheinlich daran. Kann ich das zumachen? Ich kann es anpinnen. Map geht auch noch nicht, genau. Es ist erstmal noch einiges gesperrt, weil ich es halt noch nicht nutzen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel die Sachen, die ich hier gefunden habe, kann ich essen. Indem ich die einfach anklicke, hier ausrüsten. Ja, dankeschön. Und hier einfach guten Hunger. Und ich lerne... Achso, was ist das denn? Ich lerne halt Sachen, indem ich sie benutze und indem ich sie esse, sag ich mal, erfahre ich über Sachen, die die Dinge können, über alchemistische Fähigkeiten zum Beispiel. Das Spiel ist halt sehr vielfältig. Genau. Ja, Karte, jetzt habe ich, genau, jetzt darf ich die Karte benutzen. Ach ja, das war nicht über M, genau, das war halt auch Weltkarte. Das, die ganze Weltkarte hier oben, das ist
ja, Morrowind selbst. Vardenfell ist eigentlich größer. Und hier ist Solstheim. Jedenfalls ein Teil davon. Das hier habe ich mit Absicht so gemacht. Ich liebe übrigens diese Art Menü. Ich finde zum Beispiel das Menü in Oblivion oder auch in Skyrim nicht geil. Liegt einfach daran, ich sehe gern meinen Charakter. Und ich muss gerade mal was gucken. Ja, alles okay, das passt. Der hat was an, das ist sehr schön. Die Mod, die ich installiert habe, hat nämlich auch eine FSK 18 Version. So, hier ist ein Ring, der ist ganz interessant. Den nehmen wir mal mit. Was haben wir hier noch? Papier und einen Krug, das brauche ich nicht. Das können wir schließen. Ja, es bläst man uns am Anfang mit einem Haufen Informationen zu. So, ja, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Dankeschön. Was war das? Was? Was? Wo? Wer? Manchmal wie? Und jetzt trickst ich ein bisschen. Eure Papiere bitte. Ja, gleich. Solange ich meine Papiere noch nicht ihm gegeben habe, kann ich mir theoretisch gesehen alles in die Taschen stecken. Unter einer bestimmten Prämisse. Und hörst du auf, mir ins Ohr zu husten. Und danach ist es meine. Ich zeige euch, was ich meine. Dieser Schlüssel hier ist fürs Lagerhaus. Wenn ich den jetzt anhebe und ins Inventar tue und jetzt das Inventar wieder zumache, brüllt er mich an, ey, Dieb! Und nimmt mir den Schlüssel wieder weg. Wenn ich den jetzt aber hier wieder ablege, das könnte ich auch mit Schüsseln und sonstigem Kram machen, die sind aber nichts wert, die Sachen, dann brüllt er mich zwar an mit, ey, Dieb, aber er nimmt mir den Schlüssel nicht weg, weil er sich nicht in meinem Inventar befindet. Schnappt ihn! Seht ihr? Ja, jetzt ermahnt er mich mit von wegen, ah ja, klauen und so, böse, böse. So, und da ich das jetzt einmal gemacht habe, ist das quasi meiner und ich kann ihn mitnehmen. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier mit dem ganzen Raum leer machen. Der einzige Nachteil an Morrowind ist tatsächlich, wenn ihr was geklaut habt, was nicht euer ist, in Skyrim und so wird euch das angezeigt mit einer roten Hand. Das ist hier nicht der Fall. Hier sind übrigens meine Talente und Co. hinter, da ist die Kamera ein bisschen im Weg. Kann ich ja zwischendurch mal ausblenden, falls das einige interessiert. Dann müsst ihr halt kurz Pause drücken. Meine Fresse. ja, ich überschlage mich. Ich habe so viel Sachen im Kopf, die ich auf einmal erzählen will. Und naja, lange Rede, kurzer Unsinn. Hier habe ich auch noch mal meine ganzen aktiven und passiven Zauber. Also meine Buffs sozusagen mit drauf. Jetzt quatschen wir mit ihm. Ja, hier, du, erzähl mir mal was über Morrowind. Hier kann man sich dann Infos über die Lore, die ganze Geschichte von Morrowind und Umgebung holen. Ach ja, hier Uriel Septim ist der Kaiser, über den kann ich mir Infos holen. Dann gibt er mir halt neue Infos. Oh, das Kaiserreich ist ja auch ganz interessant. Dann erzählt ihr mal was über das Kaiserreich. Ihr seht, die Liste wird immer länger. Kaiservolk, hast du Aufgaben oder etc. 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 Wie gesagt, es wird halt immer mehr. Mein Beruf, was ist er? Er ist Wache. So, was kam jetzt noch dazu? Achso, ja. Cassius Cosades, das ist jetzt halt ein Anführer von einer der Häuser. Balmora, das ist die nächste Stadt, wo wir hin sollen. Wie gesagt, die Liste wird immer länger. So, und jetzt kann ich ihn überzeugen. Ich kann ihn bewundern. Ich kann ihm drohen. Ich kann ihm spotten. Ich kann ihn bestechen. Ich habe nur wenig Geld, deswegen sind es erstmal nur 10, das würde noch mehr gehen. Das trainiert erstmal mein Skill und er ist mir wohlgesonnener. Ihr seht hier so einen Balken, 40 von 100, also er ist so mir gegenüber eingestellt. So, er hat meinen Zettel und jetzt, also meine Entlassungspapiere, jetzt kann ich hier raus. Und jetzt sagt das Spiel, Glückwunsch, hast es geschafft, Charakter ist erstellt. Und wir sind in der großen offenen Welt und können hin, wo wir wollen, sozusagen. Und können das machen, was wir wollen. Das Einzige, was uns, ja, noch, sag ich mal, was kann, sind Viecher, die uns zu stark sind, uns einfach Kopf kürzer, Spiel vorbei, und dann müssen wir laden. Das ist jetzt Let's Play und 001. Ich habe jetzt sehr viel ach so. Warte. Da. Nur mein Block geht nicht. 001. Ich habe früher immer hier am und auf dem Wasser gestanden und habe mir das Wasser nur angeguckt. Ich meine, aus heutiger Sicht ist das, naja. Aber ich habe das früher immer extrem gefeiert. Wie konnte ich denn? Genau. Ich kann halt auch so rumrennen, wenn ich das möchte. Kann die Taste gedrückt halten, dann kann ich die Kamera ein bisschen drehen. Das sind wir.
Ja. Und somit nochmal hallo und willkommen zu Morrowind. Wie gesagt, hat jetzt einen Moment gedauert mit der Einführung. Ich habe mich manchmal verhaspelt, das ist normal bei mir, wisst ihr ja wahrscheinlich. Jetzt nochmal ein paar Eckdaten. Ich muss dazu mal kurz raus aus dem Spiel, wenn ich das kann. Ihr habt mal kurz keinen Ton. Denn ich habe vergessen, was das für ein Tag war. Sekunde, ich glaube, es war ein Montag. Genau. Ja, es war ein Montag. Genau. Morrowind ist das Nachfolgeprojekt für Kingdom Hearts, The Final Mix für den ersten Teil. Die erste Folge, wir produzieren vor, erscheint am 28. Oktober. Also das heißt, das Projekt kommt alle zwei Tage, wie es üblich ist bei mir auf dem Kanal. Jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Sonntag und wieder von vorn. Bis das Spiel dann irgendwann durch ist. Ich gehe nicht davon aus, dass ich sage, ich habe keinen Bock mehr. Das wird nicht passieren. Ich kenne das Spiel, ich mag das Spiel sehr, habe ich ja schon mal gesagt. Ungefähr 30 Minuten pro Folge, so wie das aktuell üblich ist hier auch. Wenn ihr kurz nichts macht, dann fängt die Kamera übrigens an und dreht sich 360 um den Charakter rum. Das ist jetzt typisch fürs Spiel. Das Spiel ist selber, wie gesagt, auch ein bisschen älter, aus dem Jahre 2003 und hat Tendenzen mal zu crashen. Das war früher schon der Fall. Das heißt, wenn das passiert, schneide ich das natürlich raus und zusammen, etc. pp. Wie gesagt, wir spielen modded. Es sind nur eine Handvoll Mods, die ihr im Laufe des Spiels auch sehen werdet. Ich sage euch dann, oh, das ist eine Mod, das gehört da nicht dazu. Better Bodies ist eine. Normalerweise sehen die NPCs ein bisschen anders aus. Es gibt tatsächlich auch noch eine Mod für die Texturen von Morrowind selbst. Die habe ich jetzt aber nicht installiert. Das sieht zwar alles jetzt ein bisschen Matschepampe aus. Wie gesagt, ist über 20 Jahre alt, aber ist für mich absolut fein. Es ist halt ein älteres Spiel. Ich hätte das jetzt auch noch aufpushen können, aber das reicht mir so. Ich habe einen Händler selber erstellt, der etwas mehr Kohle hat, weil der beste Händler im Spiel hat irgendwie 5000 Münzen und das reicht hinten und vorne selbst mit einem schwachen Skill nicht. Dann gibt's noch ein paar Waffenmods etc. pp. Werdet ihr, wie gesagt, alles kennenlernen. Wie gesagt, ich freue mich drauf. Das wird eine ganze Weile dauern, bis wir das durchhaben. Wir werden es so handhaben. Wir machen die Gilden, wir machen die Hauptstory, wir machen DLC, oder in dem Fall Addon, so hieß es damals noch, nicht DLC, wir machen Tribunal und Blood Moon, aber erstmal das Hauptspiel und wir leveln auch ein bisschen. Es kann sein, dass ich auf Camera ein bisschen level und ich kann ja auch mal den hier wieder machen. Sag mal. Sprecht. Nö, kein Bock. Wir hatten, wir kamen hier aus dem Zensussteueramt und hier ist Lagerhaus, wo ich mit Level 45 knacken. Achso, Schleichen sieht hier übrigens etwas komisch aus, wie ihr seht. Ist jetzt nicht, er geht komplett in die Hocke. Es ist halt alles ein bisschen anders. Hier kann ich jetzt aufmachen, kann rein. Moin. Und das Schöne ist, es pfeift mich jetzt keiner blöd zusammen wie, nee, was machst du hier, du hast hier nichts zu suchen, weil ich bin legitim mit dem Schlüssel reingekommen. Ich kann mich jetzt hier umgucken, Aufzeichnung des Lagers. Wenn ich jetzt Sachen nehme und das kriegt einer mit, wie die Wache eben, kriege ich natürlich Ärger. Aber ich kann mich ja erstmal umschauen, ob ich ein bisschen Geld finde oder so. Ja, hier hätten wir zum Beispiel noch Klamotten drinne. Ich gehe mal in Schleichemodus. Ihr seht unten links neben, das ist halt sehr klein, das lässt sich nicht skalieren. Ihr seht, also ich zeige jetzt auf dem Monitor, wie blöd ich immer bin. Unten links in der Ecke seht ihr einen roten, einen blauen und einen grünen Balken. Das ist mein Leben, mein Mana, meine Ausdauer. Daneben habt ihr was für meine Waffe, die aktuell ausgerüstet ist, und dann meinen aktuellen Zauber, da habe ich keinen ausgerüstet. Daneben dieses kleine Symbol. Das heißt, wenn ich das zu sehen habe, ich schleiche, sieht mich niemand. Wenn ich in das Menü gehe oder in irgendeinen Container, dann pausiert das Spiel. Hier sind Schulterplatten kaiserlich, die kann ich mitnehmen. Und ich habe auch Gewicht. Meine Rüstung beträgt aktuell 0, mein Rüstungswert. Ich kann 3, ich habe 31 von 200 schleppen. Ich kann aber nochmal das ein bisschen größer machen. So, besser verteilen hier. Und dann haben wir hier noch einen Lederharnisch. Wie gesagt, das ist alles Klauware. Ihr könnt zum Beispiel den Händler bestehlen, aber der kriegt mit, wenn ihr... das ist Mondzucker, das möchte ich nicht.
Das ist eine Droge hier. Der Händler bekommt mit, wenn ihr ihm versucht, sein eigenes Zeug wieder anzustehlen. Dann meckert er mit euch rum und er ruft die Wachen. Das sind Draken, das ist Geld. Ach siehst du, Better Money hatte ich auch noch irgendwie mal drin. Das ist ein Seelenstein, der ist später wichtig. Wir haben noch kein Haus. Das sollten wir möglichst zügig anstreben. Das Schöne ist, Geld wiegt nichts. Das restliche Zeug ist Plunder. Das ist, glaube ich, was ist das? Skoma, das ist wieder, das ist Drogen. Kissen sind hier auch gern gesehen, warum auch immer. Die hier irgendwie in den Kisten so viele Kissen sind. Sack, ja selber. Hier haben wir zum Beispiel Salzreis. Das nehme ich gerne mit. Und hier haben wir nochmal Salzreis. So, um euch das mal zeigen, also es hat jetzt 4 Fragezeichen. Das ist eine alchemistische Zutat. Und es ist halt so, dass ich weiß gar nicht, ist das bei den Containern anders? Ich guck mal gerade. Ich glaube, das ist das gleiche Ding. Ich könnte jetzt erstmal mir die Schulterplatten ausrüsten. So, das sind beides linke Schulterplatten. Ihr rüstet hier linke und rechte Schulter tatsächlich unterschiedlich aus. Also, wenn ihr das habt, jetzt habe ich einen Rüstungswert von 4. Das habe ich in dem Spiel so gefeiert. Du konntest dir anziehen. Also, ich habe mir jetzt, wie ihr seht, diese Lederrüstung angezogen. Ich habe aber trotzdem noch mein Hemd drunter. Das ist nicht weg, wie in Skyrim oder in Morrowind, in Oblivion. Ich komme durcheinander, es ist zu viele Spiele. Das habe ich so gefeiert in diesem Spiel. Du hast dir Hosen angezogen, ein Hemd angezogen, Ringe angezogen, Amulett angezogen und du hast dann halt Handschuhe angezogen oder Armpanzer, Gauntlets, den Helm, ein Schild oder du hast dir noch eine Robe drüber gepackt. Du hast so viele Möglichkeiten gehabt, an Rüstung dir aufzusetzen. Und dann konntest du das Zeug auch noch verzaubern. Du hast dir so geile Charaktere bauen können. Und naja, wenn du das mit Oblivion oder auch mit Skyrim später vergleichst, die Robe weg. Also du hast halt Morrowind vergleichst zu verliere meinen Faden, es tut mir leid, zu Oblivion. Wie gesagt, ich habe so viele Sachen im Kopf, die ich gleichzeitig erzählen will. In Oblivion oder Skyrim ist es so, du hast entweder ein Hemd an oder ein Rüstungsteil. Es ist halt schade. Ich weiß nicht, ob es an der Engine liegt oder ob sie... Ach, ich drücke mal die falsche Taste, ob sie es so anders wollten. Es ist halt so verschenktes Potenzial, wenn ihr mich fragt. Oder vielleicht ist es eine Balancing-Sache, keine Ahnung. Jedenfalls, wie gesagt, könnte ich das hier jetzt plündern, wenn ich wollte. Hier oben ist auch noch was. Der Anfang wird jetzt ein bisschen holprig, wie immer. Und es wird auch eine Weile dauern, bis wir dann reinkommen und, naja. So. Hier geht's raus nach Cedarnain wieder, zur Stadt. Das würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Denn wenn ich jetzt, sie sieht mich, deswegen taucht das Symbol nicht auf, also brauche ich nicht Anstalten zu machen, so klauen, weil sonst ruft sie die Wachen und ich kriege Ärger. Wir gehen mal tatsächlich weiter und machen mal das, was wir machen sollen. Ach ja, mit ihm könnten wir auch nochmal reden. Ich mach mal Quick Save. Geht das? Oh ja, das ist aber schnell im Speichern. Er war das, glaube ich, genau. Mit ihm kann ich reden. Er sucht seinen Ring, den wir zufällig gefunden haben. Oh ja, tut mir leid. Du, den habe ich gefunden. Hier, bitteschön. Jetzt habe ich den Ring zwar nicht mehr. Aber bereit. Er mag mich jetzt volle Kanne fast. Ne? Und das, was wir jetzt machen können, ist folgendes. Wir gehen mal woanders hin. Was ist vor allem so schleppend. Oh. Es ist so langsam. Ich wollte gleich noch was über Alchemie eigentlich erklären. Moment. Ich muss hier aufpassen, dass die Steine sich nicht bewegen. Also die Pilze kann ich mitnehmen. Ich hänge hier irgendwo fest. So, genau, es ist ein anderes Menü, das ist sehr toll.
Wir brauchen für eine Quest der Magiergilde verschiedene Pilze aus der Region. Die könnte ich hier zum Beispiel mit einsammeln. Wie ich das gerade tue. Also, was ich euch noch sagen wollte, ist Folgendes. Wenn ihr Sachen einsammelt, die alchemistische Fertigkeiten haben, seht ihr hier Fragezeichen. Das heißt, ihr wisst nicht, was die Dinger können. 3, 4, je nachdem, wie gut die sind. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einmal Salzreis esse, dann tut sich nichts. Warum? Muss ich mehrere essen? Ich überlege gerade, wartet. Normalerweise lernt man ab einem gewissen Punkt, ich weiß nicht, ob man mehrere davon essen muss, das ist lange her, lernt man die Fähigkeiten der Sachen, die man gegessen hat. Ah, ich will immer Escape drücken, um aus dem Menü rauszukommen. War Salzreis, waren das Pilze? Moment, irgendwas? Ne, es wird nicht entschlüsselt, das ist schade. Das war doch früher der Fall. Ha. Naja, habe ich Bockmist erzählt? Eigentlich nicht. Also es war so, oder war das erst in Oblivion so? Jedenfalls lernt man... Ach nee, Moment, das war in Oblivion so. In Morrowind ist es so, dass es einfach dein Alchemie-Level steigert. Der ist aber, naja, nicht so toll. Wo ist denn der? Der ist bei Level 5. Gucken wir doch mal. Wir haben jetzt 7 Alchemie. Wenn ich jetzt was esse, nehmen wir mal Salzreis. Dann ist das jetzt bei 13. Seht ihr? Das haut den, den Balken hoch. Ich vergesse immer wieder, dass das... Naja. So. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen holprig am Anfang. Hi. So, wir gehen mal hier hoch.